Schöne, entschlossene Offensivaktion. Aber die Verteidigung hat gut aufgepasst. Allein gegen alle, er hat dieses Duell nicht für sich entscheiden können. Das ist Benzema. Ab auf die linke Seite. William Carvalho. Und raus auf die Seite. Er bringt das Ding. An die Flanke kommt keiner ran. William Carvalho hat sich den Ball schön erlaufen. Allerdings hat es nicht dafür gereicht, auch abzuziehen. Lang und hoch auf die Flanke. Gut mitgespielt vom Verteidiger. So kommt der Ball nicht durch und es geht nur Ecke. Der Ball kommt. Er versucht es mit einer Flanke, aber kein Vorbeikommen am Gegenspieler. Ein Pass auf den Flügel. Da kommt die Flanke. Anspielstationen gab es da genug, aber die Flanke war einfach zu schlecht. Sporting versucht, das Spiel ziemlich in die Breite zu ziehen. Ja, das sehe ich auch, aber was ist der Sinn dahinter? Ich glaube, sie wollen die kompakte Formation des Gegners auseinanderreißen, indem sie die Spieler, ich sag mal, Richtung Seitenauslinie locken. Ein langer Ball. Starke Ballkontrolle. Da versucht er, die Abwehr zu überlupfen. Er hat den freien Raum auf der Außenbahn gefunden. William Carvalho. Er wagt den Vorstoß alleine, aber letztlich ohne Erfolg. Junge, Junge, da fackelt er nicht lange. Knapp vorbei. Da hat er keine Sekunde gezögert, ist sofort zum Abschluss gekommen. Das hat er gut gemacht. Aber er hat es nicht gut genug gemacht. Rakitic. Das erste Drittel dieser Partie ist vorbei und wir haben immer noch keine Tore gesehen. William Carvalho. Und bitte. Gelöst. Erfahrung zahlt sich halt aus. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Benzema. Ab in die Spitze. Ob den jemand bekommt? Durch die Abwehr. Der Verteidiger mit humorlosem Einschreiten. Das war aber auch bitter nötig. Schlauer Pass. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Er schlägt ihn nach vorne. Rode. Ich finde, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, mit dem Toreschießen anzufangen. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Der Torhüter haut ihn weit raus. Poli. Das ist Griezmann, ein Entfesselungskünstler. In den Rücken der Abwehr gespielt.
William Carvalho. Und der Halbzeitpfiff. 0:0. Bis jetzt keine Tore. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Jetzt müssen sie erstmal geduldig weitermachen, müssen an sich glauben. Und wenn sie dann irgendwann feststellen, nach 60 oder 70 Minuten, es könnte eng werden, dann müssen sie die Schlagzahl erhöhen. Denn dann wird natürlich der Druck vielleicht auch von den Rängen größer. Neymar. Er versucht ihn da durchzuspielen. Das war wichtig, dass er da gerade noch rangekommen ist. Sonst wäre es gefährlich geworden. Er geht zum Torhüter. Langer Abschlag vom Keeper. Und rüber auf den Flügel. Wieder aus, wieder Einwurf. Pass in die Spitze. Er treibt das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Sauberer Vorstoß, aber am Ende haben sie ihm doch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Rakitic. Hat das richtig gut gemacht, auch wenn der Ball nicht reingeht. Gute Balleroberung. Immer noch 0:0. Ob irgendwer noch eine zündende Idee hat, die noch ein bisschen Feuer ins Spiel bringt? Listig gemacht. Richtig weit nach vorn geschaufelt. Rode spielt ihn nach links raus, versucht die Gasse zu finden und direkt in die Sturmspitze. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Antonelli. Hinaus auf die Außenbahn. Und er ist in der Luft. Der ist drin. Das ist schulbuchmäßig. Von der Flanke bis zum Tor. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen. Mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Neuer Spielstand 1:0. Wir hatten Angst vor einem torlosen Unentschieden. Diese Angst ist unbegründet. Jetzt bin ich gespannt, wie dieses eine Tor diese Partie verändert. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Antonelli versucht, die Kugel schnell nach vorn zu hauen. Weit nach draußen gespielt. Und jetzt aber. Er versucht es nochmal. Was für ein Weltklasse-Treffer! Für die Spannung ist das natürlich klasse. Ab jetzt alles wieder offen in dieser Partie. Bei so einem Angebot kann er doch nicht Nein sagen. Also Kompliment an den Stürmer, der hat das klasse gemacht, überhaupt keine Frage. Aber über diese Abwehr muss man sich schon wundern. Das ist ja abenteuerlich. Ja.
Zabaleta. Er steckt ihn durch. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Raus auf die Flanke. Flanke kommt, aber wird sofort von der Abwehr entschärft. Jetzt der Abschluss. Er läuft ins Abseits. Wäre eine dicke Möglichkeit gewesen, aber er steht tatsächlich die wenigen Zentimeter im Abseits. Ein verschenkter Einwurf. Ist das ein langer Ball? Neymar! Das wär's natürlich gewesen. Sie schlagen ihn nach vorn. Durch die Abwehr. Er versucht ihn da durchzuspielen. Über die Torauslinie und es gibt Abstoß. Antonelli. Neymar. Antonelli. Rein in den 16er. Er hebt abseits der Kamera die Hand, um sich zu entschuldigen. Er weiß, dass er den besser bringen muss. Das Spiel ohne Ball ist klasse. Die Leute stehen frei, aber er bringt den Ball nicht zum eigenen Mann. Rakitic. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Training zahlt sich aus. Das ist gutes Zweikampfverhalten. Ranocchia. Ah, jetzt kommen sie noch mal. Und das war's. Der Referee pfeift die Partie ab. Ein Unentschieden heute. Es gibt keinen Sieger, obwohl beide Mannschaften doch genügend Möglichkeiten hatten. Zwei Mannschaften, kein Sieger, keiner so richtig unzufrieden, aber glücklich sind sie auch nicht. Unsere Live-Übertragung an diesem Abend geht so langsam aber sicher.